Das sind Jan und Ben. Zusammen mit Chris und Sandra sind sie diese Woche Kims Rivalen. Moin. Moin. Ich bin die Sandra. Ich bin der Chris. Sollen wir mal gucken, wo das hier ist? Ja, kennt sich hier aus? Ja, so ein bisschen. Komm, wir gehen mal gucken. Okay. Ihr habt richtig Bock, oder? Ich freue mich auf jeden Fall auf ein gutes Essen und auf eine neue Challenge. Auf jeden Fall. Und auch einfach mal andere Küchen zu sehen, ne? Wie es da so abläuft. Das andere Gastronomen, einfach neue Sachen zu sehen. Ja, genau. Auch Kim erfährt jetzt, mit wem sie im Laufe der nächsten Tage die Ehre hat. Hallo. Hallo. Also ich bin die Kim. Willkommen bei mir in der Brasserie Pai. Ich begrüße Sie schon mal rein, dann könnt ihr schon Platz aussuchen. Während die Mitstreiter die Vorfahrt regeln, wie wär's mit einer Kampfansage? So, wir sind hier mit allen Wassern gewaschen und ich zeig denen jetzt mal, wie man mit Charme richtig überzeugen kann. Gefällt es unseren Luxemburgern in Kims Abtei Brasserie? Das Lokal finde ich sehr schön, sehr modern eingerichtet. Ein super schönes Farbspiel. Genau. Ja. Ja, das Farbkonzept ist sehr schön. Und hohe Räume, hohe Fenster, sehr hell. Ja. Sieht sehr schön aus. Auch die Location, Hammer. Ich glaube, es ist nur eine Brasserie vom Namen her, aber es ist eher eine Nobelbrasserie. Eine Nobelbrasserie, genau, oder ein Entertainment-Restaurant. Ja. Klar, aber das Wort Brasserie wird einfach mittlerweile meistens auch so nach außen getragen. Nicht mehr als Bierlokal und Kneipe, sondern eher Restaurant, ein bisschen gehobenere Küche. In diesem Fall mit asiatischem Einschlag, wie Kim uns bereits verraten hat. Tuk Tuk Koh Samui. Mhm. Sehr spezielle Namen. Ja. Bouchère ist eine luxemburgische Spezialität. Ja. Ich habe gesehen, Knödeln gibt es hier. Ja. Von Bangkok zu Alsace. Was man jetzt auch raushört, ist eben auch wirklich dieses Internationale dieser Speisekarte. Aber Entschuldigung, wenn ich höre, dass Außenminister etc., Politik, hochrangige Vertreter aus der ganzen Welt dort verkehren, da musst du doch auch ein bisschen flexibler sein. Ne? Da kannst du nicht so eintönig arbeiten. Ich finde das okay. Schwupp, schon bestellt. Jetzt kann Küchenchef Christi aufdrehen. Hallo Sandra. Hallo. 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 Das ist der Christi, ist unser Chefkoch hier in der Brasserie Abtei. Freut mich. Nice to meet you. Sehr schön. Und was kochen wir heute? Wir machen für dich als Vorspeise ein grilltes Pulpo mit einem Ragout vom Pulpo und dann ein Sellerie-Püree mit der Tinte von dem Pulpo. Wow, das klingt super. Dann lass uns loslegen. Vor dem Pulpo haben viele Köche einen Heidenrespekt. Aber auch zu Recht. Ein schöner Pulpo ist das übrigens, ne? Ein wirklich großer auch. Gell? Zur Zubereitung, ob du das jetzt im Wasser mit Gemüse, ohne Gemüse kochst oder dämpfst, haben wir letztens auch gesehen, geht super. Wichtig ist, dass du einfach auf den Garpunkt achtest. Der muss getroffen sein, weil sonst hast du, weil es ja ein Eiweißriegel ist und nur so ein Gummiding im Mund. So, jetzt geht ja hier ins heiße Wasser, aber es ist nicht nur ein Wasserbad, sondern es ist ein Kräuterbad, ne? Wie du siehst. Da ist Thymian drin, da sind Eschalotten drin, damit das Ganze natürlich auch einen tollen Geschmack bekommt. Ja, klar. Bei ihm ist es einfach ein aromatisiertes Wasser, finde ich in Ordnung. Ich darf aber ganz klar verkünden, du kannst es blind in Wasser kochen ohne alles, weil der nimmt einfach keinen Geschmack an. Das Ding ist so voller Eiweiß, das muss einfach nur mal gar werden. Ich sage, ein Pulpo benötigt den Geschmack später von außen. Für das Sellerie-Püree benötigen wir Sellerie, Schalotte, Butter und Milch. Anpfeffern und ansalzen. Nachher kommt noch dazu, aber erstmal Rest après la cuisson. Ein bisschen, okay. Da er ist ja mit der Tinte fertig. Ne? Ja, genau. Kann er das mehr anbraten? Ah, okay. Ne? Und je mehr es anbrät, desto mehr kommen die Aromstoffe raus, also die das Aroma raus. Tatsächlich bringt das sehr viel, auch eben bei Gemüse, ist ja klar. Ne? Die haben ja eigenen Zuckeranteil in sich. Und durch dieses Anbraten, kurz salzen und dann, wenn ich Zucker meine, eine ganz kleine Prise, dann aktiviert man das. Gell? Milch ist klar, aber was ist die schwarze Flüssigkeit? Tinte vom Oktopus. Die Tinte, okay. Yeah. It's, genau. If you want it fresh, it's better to have small portion like this. Yeah.
like this, they stay fresh for a long time. Übrigens für alle, die irgendwie auf der Speisekarte was also lesen mit Sepia-Tinte eingefärbt, Pasta zum Beispiel, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass das jetzt irgendwie nach Tintenfisch schmeckt oder überhaupt, wer überhaupt keinen Fisch mag. Es ist ziemlich geschmacksneutral. Sandra testet die Konsistenz des Pulpo. Stichprobe mal anders. Der wird auf jeden Fall ganz zart, das habe ich schon gespürt. Super. Mit dem Spieß. Genau, wenn jetzt der Pulpo da ganz leicht wieder runterrutscht, dann ist der Pulpo in der Regel gut. Ob er auch lecker ist, erfahren wir gleich. Et voilà, die Vorspeisen. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Zunächst interessiert uns, was Jan als gelernter Koch zu seinem Pulpo mit Selleriepüree sagt. Der Pulpo, also der Oktopus, ist ganz zart, hat sehr viel Eigengeschmack und auch noch die Aromen von der frischen Bouillon, die er gemacht hat. Zwiebeln kommen raus, Sellerie, ganz viel Sellerie ist da drin gewesen. Also der Pulpo, der hatte einen tollen Geschmack gehabt, weil er in einem Gemüsebouillon präpariert wurde mit ganz vielen Kräutern, schätze ich mal. Man hat Lorbeer rausgeschmeckt, man hat Thymian rausgeschmeckt, man hat Knoblauch rausgeschmeckt und viel Sellerie. Es war gut. Dann hat sich der Fond gelohnt für den Jan. Ganz, ganz toll ist hier sein Selleriepüree, also Knollensellerie mit so ein bisschen Tinte, Tintenfischtinte. Meine ist das, ne? Kann das sein? Mhm. Du hast es doch gemacht, ne? Genau. Tintenfischtinte. Ist eingefärbt mit Tintenfischtinte. Warum muss ich jetzt hier diesen Tintenfisch da, die Tinte in das Selleriepüree reinmischen, um welchen Effekt zu bekommen? Das ist Arbeit und Geld für null Resultat, finde ich jetzt mal. Obwohl man sich vielleicht die Frage stellen könnte als Gaste, was wollte uns der Künstler damit sagen? Na? Damit es schwarz wird. Optik. Geschmacklich kommt da jetzt nichts bei mehr rum. Mal horchen, was bei Bens Koh Samui geschmacklich rumkommt. Das ist das Tatar mit Papaya und Chili. Ich habe sehr fein geschnittene Schalotten, ich habe ein paar Chilis, dann ein Thunfisch und dann asiatische Gewürze. Es ist auch Ingwer mit reingeschnitten. Ich schmecke auch so Thai-Basilikum raus. Das Tartar war nicht scharf, es war eher süßlich, säuerlich, aber die Süße ging verloren. Also es war eher säuerlich. Er hat mich ein bisschen an Ceviche erinnert, was es aber nicht war. Naja, also Ceviche wäre ja nur mit Zitronenaromatik oder Limettenaromatik sehr säuerlich. Das wäre jetzt dann, ja. Aber ich glaube, er übertreibt. Ne? Auch farblich, um das ein bisschen hervorzuheben, war auch ein Bärlauch-Chip dabei, der wirklich sehr, cool, ne? Sehr gut dazu passt. Sie ist einfach, aber die einfachen Sachen sind manchmal die besten. Also ich bin damit ganz zufrieden. Ich habe das bekommen, was ich bestellt habe, was auf der Karte stand. War jetzt kein Wow-Effekt, war aber auch nicht schlecht. War okay. Das Kunstwerk in Grün trägt den Titel Le Cocoon und besteht aus Gampi-Tempura und Mango-Mayonnaise mit Thai-Basilikum. Es sind gebratene Garnelen, Scampi, wo ich auch sagen muss, dass sie sehr, sehr schön glasig sind. Ne? Für den einen vielleicht ein Ticken zu viel glasig. Ich persönlich, ich mag das. Einen vielleicht ein bisschen zu wenig gebraten. Für mich jetzt völlig in Ordnung. Dazu gibt es so ein feines Sößchen, das wohl thailändisches Basilikum drin haben sollte. Könnte für meinen Geschmack ein Ticken intensiver sein. Ja, die Mayonnaise hätte ich jetzt nicht bemerkt. Für mich war das eine cremige Soße. Das Basilikum war da, aber sehr dezent. Das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Da hat sich dann der Koch was bei gedacht und wollte es auch dezent halten. Ich finde es sehr schön, wenn man jetzt alles zusammen, das Julienne geschnittene Obst, also die Früchte mit der Soße und dem Scampi dann zusammen. Das gibt ein schönes Essensgefühl. Fehlt noch Chris Vorspeise, das Local Beef Carpaccio mit Parmesanmus und Limette. Lecker Fleisch, es ist zart, es schmilzt im Mund, ganz dünn geschnitten. In der Mitte war es ein ganz bisschen dicker. Also, dass es in der Mitte mal ein bisschen dicker sein kann, hallo Leute, ne? Aber in der Regel sagt man, dass man es schön, schön dünn plattieren soll, dass es so zeitungsdünn ist, ne? Ich finde,
Es geht ein bisschen Geschmack dabei flöten. Es darf ein Ticken davor schon aufgehört werden, wenn drauf rumhämmern. Für mich ist das hier mit der Tomate, mit dem Parmesan sehr lecker. Und die Mousse? Ich denke, Mousse ist fast das Gleiche wie eine Espuma. Also eine Espuma ist ja ein bisschen mehr luftig wie jetzt richtig ein Mousse. Also das hier ist definitiv eher ein Schaum. Ja, ist ein Schaum, Espuma. Ist keine Mousse, da hat er recht. Fachlich perfekt und richtig eingeordnet. Das war mal was anderes. Wenn man die Konsistenz von dem weißen, von dem Parmesan dann nimmt, ist was anderes, wie wenn man jetzt so ein Stück Parmesan in den Mund nimmt. Wohin geht die Reise in Punkten? Kim will nackte Zahlen. So, jetzt bin ich gespannt. Meine Tendenz liegt bei 7 Punkte. Kim, bei mir bist du bei einer guten 8. Meine Tendenz ist eine gute 8. Meine Tendenz auch eine gute 8. Dann mache ich mich mal an die Hauptspeise. 3 mal 8 und eine 7. Passt das für die Chefin? Ja, sieht ja gut aus. Soll so weitergehen, ne? Der Janni ist vielleicht ein bisschen kritischer. Vielleicht kommt er aus einer gehobenen Küche, betrachtet das anders. Es war nämlich auch von der Machart nichts wirklich Kompliziertes, also vom Handwerk. Vielleicht denkt er da ein bisschen weiter, wie wir jetzt gerade hier, also ich auch, ich lasse mich ja emotional gleich mal einfangen. Also auch 7, völlig in Ordnung. Ausgerechnet beim Hauptgang muss der kritischste Kollege zuschauen. Hallo Kim, wie geht es dir? Einmal knutschen. Und dir? Chrissy, nice to meet you. Nice to meet you. So. Was kochen wir denn heute hier? Heute kochen wir eigentlich mein Lieblingsgericht. Sag mir. Bangkok to Alsace. Die Ente kommt aus dem Elsass. Ja. Bangkok, weil es eine hausgemachte Currysoße gibt. Und die Currypaste machen wir natürlich selbst. Haben wir natürlich jetzt schon hier vorbereitet. Das dauert ja ein bisschen. Wenn man die Mannschaft dafür hat, die sowas machen können, würde ich die Currypaste auch selber machen. Ne? Weil es ein Unterschied wie Tag und Nacht, das Ganze. Ne? Den getauften Kram, den kennen wir ja alle aus dem Supermarkt da. Ne? Für so einen Grillabend reicht das vielleicht aus, aber wenn man wirklich gut kochen will, ich glaube, sowas, was die Jungs da jetzt gezaubert haben, ist schon genial. Für seine Currypaste schnibbelt Christi Zwiebeln, Chili, Kaffirlimette, Lemongrass, Thai-Basilikum und Galgant. Ist das Ingwer oder was ist Nein, das? Nein, es ist Galanga. Galanga, it's like ginger. Yeah. Kannst du mal riechen? So riecht gut, ne? Riecht gut, ja. Riecht gut, ne? So ein bisschen nach Lenore. Ja, riecht ein bisschen so nach Lenore. Mhm. Es gehört zu den Ingwer-Gewächsen. Als Gewürz unverzichtbar in der Thai-Küche zumindest und in vielen asiatischen Küchen. Und wie soll man es beschreiben? Es hat nicht die Frische von einem Ingwer. Es ist ein bisschen anders. Lenore sagt, es riecht wirklich eigen und ist eigentlich schärfer, so was Pfeffriges hat. Es ist sehr frisch und ist gut gegen Krebs. Aber deswegen scharf. Ja auch mein Lieblingsgericht. Ist auch scharf. Für mich war das zu scharf, wo ich mir die Zunge dran verbrannt habe. Den kannte ich nicht, jetzt kenne ich ihn. Bist du zu schwach, ist es zu scharf? Nehme ich an. Ja, wunderbar, gut. Und da kommt keine Sojasauce rein? Nein, Fischsoße. Fischsoße. We only put Fischsoße in unsere Sojasauce. Fischsoße. Ja, Fischsoße. Nur Fischsoße. Das kommt jetzt alles, wenn du dir das vorstellst, da werden dann Kilos davon geschnitten. Ja. Und dann holen wir in Steinmörser. Ja. Und dann wird das noch mal ganz klein gehackt. Mhm. Und dann wird das Kleingehackte stundenlang gekocht. Okay. Auf mittlere Hitze. Ja. Und dann wieder Hitze, nicht Hitze. Okay. Und dann kommen die anderen Ingredients noch dazu. Tja, also krasser Aufwand, würde ich sagen. Aus all dem entsteht nun die Soße für die Ente. Dafür wird die Paste in einem Topf erhitzt und mit Kokosmilch abgelöscht. Die Soße ist noch nicht fertig. Ja. Es wird jetzt erstmal aufgewärmt, noch ein bisschen gerührt. Ja. Und dann ganz zum Schluss kommt ja in die Soße die Trauben, ja. Ein bisschen Thai-Basilikum, ja. Und die Ananas drin. Tomaten auch, ja. Ja, okay, genau, Tomaten auch. Ich hätte mir vorgestellt, dass man so im letzten Moment noch ein bisschen Knoblauch dazu macht, entweder gehackt oder ein bisschen in Öl eingemischt. Ein bisschen Koriander hätte mir noch gefallen. Zitronengras, ja. Und noch viel, viel mehr, ganz, ganz viel Basilik. Basilikum auf Deutsch, genau. Ja, das mag so sein, dass das in deiner Welt noch vielleicht dazugehört. Ich glaube, der Schwerpunkt asiatische Küche
ist es nicht bei mir. Also das glaube ich. Das ist eine hervorragend gearbeitete Thai-Currypaste, wo schon alles drin ist, was wirklich eine unfassbare Aromatik dann an den Tag bringt. Die Entenkeulen, das Entenklein, hat er gesagt. So heißt das ja auch. Falsch, ja, ne? So. Kommt das da gleich da rein, um warm gemacht zu werden? Nein, Ente wird erstmal auf den Grill gelegt, damit die außen schön knusprig wird. Kross gebraten ist. Schön. Und dann geht die in den Ofen bei 180 Grad. Kim, was kommt noch dazu zu dieser tollen Ente? Ah, gut, dass du das fragst, Jan. Hast du vergessen? Ja, cool. Wollte ich noch sagen. Ja. Das Kokosnussreis. Und Kokosaromen heißt Aromen. Das. Ja. Der Kokosreis als solches hat mich so von der Nase aus ein bisschen enttäuscht, weil, oder nicht enttäuscht, nein, das kann man nicht sagen. Die Kokosnuss kam nicht raus. Ich suche sie noch. Die Hauptspeisen sind bereit zum Verzehr. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Danke. Danke. Merci. Den werden wir haben. Sandras Kalbsbries mit Hummer kennen wir von Mike. Nur dass sein Teller deutlich voller war. Wenn man jetzt das mal rechts sieht, ja, unsere Royal Masse, viel schlanker, viel eleganter, dünner, ganz toll, weniger Soße, weil er hat es ja separat, optisch viel besser. Aber wird man davon satt? Wenn man jetzt als Gast hier jetzt nur ein Hauptgericht nimmt und nicht eine Vorspeise, ein Hauptgericht, glaube ich nicht, dass man davon satt wird. Es gibt jetzt keine Sättigungsbeilage, außer das bisschen Süßkartoffelpüree, ein kleiner Blätterteig-Stick, wenig Gemüse. Ich würde eher meinen, dass das hier jetzt auch eine gute Vorspeise wäre. Ne? Entschuldigung bitte, das ist jetzt perfekt abgestimmt für ein 3-Gang-Menü. Vorher 5 Garnelen und sagen, boah, ganz schön viel. Und jetzt ist das zu wenig. Das ist perfekt aufeinander abgestimmt. Punkt. Der Hummer ist sehr, sehr schön zart. Ne? Der ist wunderbar glasig, der ist perfekt auf den Punkt gegart, genauso wie das Kalbsbries. Das ist durch, aber nicht trocken durch. Kalbsbries, da geht es mehr um die Textur im Mund. Ne? Das ist so sanft und das schmilzt auf der Zunge weg. Ne? Das ist eine Delikatesse, aber geschmacklich sehr dezent. Für die, die normal keine Innereien mögen, ist das mal ein guter Start, ne? Was sehr, sehr zart, sehr fein ist. Und selbst ich bin ja nicht der Innereienkönig, ne? Aber das mag ich. Gebacken am besten für die Einsteiger, gebacken. Jetzt richten wir unseren Blick auf Jans Seaside-Thunfischfilet mit Grünkohlroulade. Thunfisch war perfekt gegart, ist auch, schätze ich mal, die Thunfischqualität, Sushi-Qualität. Weil er hat einen sehr festen Biss, ist lecker, einen guten Eigengeschmack. Der Thunfisch hatte eine sehr gute Garzeit gehabt. Er war englisch, wie man auf Deutsch sagt, ne? Also roh in der Mitte und außen so eine kleine angebratene Kruste gehabt. Was hat er jetzt gesagt? Es ist englisch, wie man auf Deutsch sagt. Ist doch dick. Die kleine Wirsing-Roulade hier mit der tollen kleinen Füllung da drin. Ja, ein bisschen Karotten mit drin. Schätze mal, dass es ein bisschen Porree ist, was er damit reingeschnitten hat. Und ein bisschen Paprika. Passt zusammen, ist super, ist ein leckerer, also eine Beilage, die Sinn macht. Das ist nichts Sinnloses da auf dem Teller da und es schmeckt. Es war kein Fehler im Gericht. Ne? Also alles, was da drauf war, eigentlich so, wie ich es liebe, übersichtlich. Und das, was drauf war, war gut gemacht. Was mich stört, ich habe die gleiche Soße wie er. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Ne? Bei Thunfisch. Der hat einen ganz tollen Eigengeschmack, da braucht man nicht viel Soße dafür. Ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen gehackter Koriander, wenn wir schon auf einem asiatischen Trip sind. Das wäre für mich jetzt das Ding gewesen. Dann. Da hat er jetzt nicht ganz unrecht, muss ich wirklich sagen. Also ich meine, es muss nicht immer Koriander, das ist ja die Universalwaffe Asiens anscheinend, wenn wir das hier verbal hören. Das ist gar uninteressant. Eine eigene Soße, das finde ich schon von der Stilistik, vom Geschmack wichtig. Ich habe auch den gleichen Reis wie er dann. Ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Ne? Also die Sache nicht bis zum Schluss gedacht. Ne? Ja, angefangen, was zu machen und Voraussetzung war da. Ich weiß nicht, ob das Telefon geklingelt hat an dem Moment, wo er dann aufgehört zu denken. Aber tut mir leid, das hätte besser sein können. Gott, oh Gott, jetzt haust du aber doch einen raus, Herr Kollege. Ne? Also erstens mal muss ich dich daran erinnern, dass du ja auch noch dran bist. Ne? Da darfst du jetzt schon mal gewiss sein, dass du abliefern musst. Ne?
Hier ein kleiner Vorgeschmack, was an seinem Gastgebertag auf Jan zukommt. Tatsächlich ist es ein bisschen fad. Schade, ich hätte das Schädchen wärmer gemacht. So, hätte ich nicht ein eiskaltes Gemüse essen. Ah, schade. Ob bei Kim und Christi auch gleich die Teller fliegen? So. Hallo. Hallo. Widmen wir uns Bens glutenfreiem Cordon Bleu mit Pommes und Salat. Ja, Kim. Also das Ding ist, es ist relativ trocken gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass es vielleicht schon ein bisschen im Pass stand, bevor es an den Tisch gekommen ist. Also damit das Ding trocken wird, muss das echt erheblich lange unter Pass stehen. Ich würde sagen, vielleicht dann doch zu lange gebacken. Was mir jetzt eigentlich nicht so gut gefällt, ist die Panade. Das ist glutenfrei. Okay. Wir machen Vol-au-vent und Cordon Bleu glutenfrei. Okay, gut, dann ist das eine Erklärung. Damit setzen wir uns dann ein bisschen ab, weil jemand, der glutenfrei ist, kann normalerweise kein Cordon Bleu essen. Genau. Ja, absolut, nee, verstehe ich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht gelesen, dass das glutenfrei war. Ich finde das aber auch nicht schlimm, dass das angeboten wird. Das wird immer populärer. Der eine macht es, der andere nicht. Ich finde aber eine klassische Panade besser. Es wäre jetzt cooler gewesen, wenn der Gast die Möglichkeit hat, mit oder ohne, denn er macht sie ja sowieso dann frisch. Aber ich fand die Panade jetzt nicht super, aber das hat ohne Gluten ist immer was Spezielles. Ne? Wer Glutenunverträglichkeit hat oder wer nicht unser Brot schon mal probiert hat, einfach mal ein Brot, dann merkt man, es ist alles trockener. Warum? Weil es kein Weizen ist. Ne? Das ist auf Stärke aufgebaut, Maisstärke zum Beispiel. Und beim normalen Weizen, da haben wir ja Gluten drin, bindet Wasser anders ein etc., macht es saftiger. Deswegen ist auch so ein paniertes Cordon Bleu mit glutenfreien Brösel immer automatisch trockener. Ich vermisse auch ein bisschen den Käse. Auf der einen Seite hatte ich viel Käse, auf der anderen jetzt fast gar keinen. Mhm. Aber die Panade ist... Côté, il y avait plus de fromage. Er hat gesagt, er hätte das nicht... Es war vielleicht nicht genau zentriert und deswegen auf der einen Seite mehr Käse, auf der anderen Seite weniger Käse. Ich würde das einfach nicht Cordon Bleu nennen. Ich würde das gebackene Supreme Hühnchenbrust mit lalala. Dann erwartet man, dann hat man eine ganz andere Erwartungshaltung. Dann ist es nicht das Cordon Bleu mit dem Schmelzkäse. Das letzte Hauptgericht ist Chris' Entenbein mit Currysoße und Jasminreis. From Bangkok to Elsass. Liebe Kim, die Ente war sehr lecker, aber sie hätte einen kleinen Ticken länger ziehen können, damit sie vom Knochen runterfällt bei dem Confit. Aber sie ist lecker. Sonst wäre es sehr, sehr gut im Geschmack. Wenn ich Confit habe, dann kenne ich, dass das vom Knochen runterfällt. Für mich wäre das im Wettkampf nicht das Thema. Ich würde da die Aromatik Thailands beurteilen. Aber weil es ein euroasiatisches Gericht ist, würde ich eben auch die europäischen Einflüsse, eben beim Konfieren, hat auch richtig gesagt, muss vom Knochen fallen. Diesen Spagat musst du deinem Kopf auch hinbekommen und da im Geschmack. Und dementsprechend muss ich meine Punkte nachher verteilen. Und die Soße? Der Curry für mich hätte ein bisschen mehr Bums können gehabt. Das Schärfe. Das Bangkok hat mir gefehlt, das Alsace war lecker. Das war auch wieder unser Fehler. Wir hätten dich fragen wollen, ob du das Schärfe hast oder nicht. Wir haben das natürlich jetzt so wie die Allgemeinheit gemacht. Nächstes Mal, wenn du zu uns essen kommst, dann weiß ich, dass du ein bisschen mehr Bums brauchst. Der Bangkok-Bums. Und danke fürs Feedback und wir gehen dann zum Dessert. Danke. Alles klar. Aber vorher noch eine Frage. Würdest du sagen, die Kritik war grundsätzlich berechtigt oder... Bei der Trockenheit vom Cordon Bleu auf jeden Fall, habe ich schon so gesehen, als er rausgegangen ist. Alles gut. So, ran an die Vitamine. Hallo. Bonjour. Willkommen, das ist unser Chefkoch, der Christi. Enchanté. Und er macht dann ein destrukturiertes Pavlova für dich. Also diese Pavlova, muss man vielleicht ganz kurz erklären. Das ist ja eine Torte, die ist gefüllt mit Sahne und Früchten. Und aus einer Baiser-Masse besteht das ganze Ding auch noch. Ne? Was meinst du mit destrukturiert? Wie heißt das? Also genau, destrukturiert. Ja. Es ist, du hast Teilchen von alles auf dem Teller. Okay. Und es ist nicht zusammengeballert.
Es ist eine Pavlova, ja. Nur sieht nicht aus wie... Eine klassische. Eine klassische. Okay. Das Thema Dekonstruieren auf Tellern, also Speisen, ist wirklich sehr modern und es ist sehr raffiniert und clever, ne? Weil das echte Zusammenbauen einer Pavlova ist ja viel komplizierter, viel aufwendiger vom Handwerk, wie alles ein bisschen draufgewürfelt. Zuerst werden frische Vanille, 200 Milliliter Sahne und Puderzucker vermengt. Sobald er jetzt damit fertig ist, macht er die Kompotte, ne, mit den Kompott von den, genau, Erdbeeren. Von den Erdbeeren und vom Basilikum und der Minze. Mhm. Er mischt das dann alles zusammen, kommt in den Kühlschrank, genau, damit es den Geschmack annimmt. Genau, das heißt, es wird noch mal ein bisschen mariniert, damit es noch Geschmack annimmt. Genau. Und dann nachher wird es, genau, einfach dressiert, schön aufgebaut. Ganz und dann, genau, ist der Teller fertig. Genau. Okay. Die Fruchtsoße, die Christi unter die Erdbeeren hebt, nennt sich Coulis de Fruits. Er hat noch einen Coulis dazu getan. Ja. Coulis hat er natürlich vorbereitet, natürlich, weil es braucht ja ein bisschen... Muss man wieder aufkochen, dauert, genau, ein bisschen Zeit. So, und unser Coulis haben wir mit den Erdbeeren gemacht und mit roten Früchten. Okay. Sieht eigentlich ganz einfach und stupide aus, braucht aber Zeit. Ganz ehrlich, Kim, red das nicht klein. Das ist super fein, das schmeckt super. Eine schöne, frische Erdbeere auf diese Art und Weise mit ein bisschen Coulis, ein bisschen Limette, frische Minze etc. Das ist ein Thema, da machst du Menschen mit glücklich. Die besten Rezepte sind die einfachen Rezepte. Wir verstehen uns. Ja, auf jeden Fall. Es ist noch Frische drin, es ist noch grüne Zitrone drin, es ist Zucker mit dabei. Ich glaube, das wird schmecken. Optisch ist der Nachtisch schon mal allererste Sahne. Ja, wie schön ist es, ne? Farbenspiel. Sehr schönes Farbenspiel. Ja, so tiefgründig, echt gut. Tiefgründiges Farbenspiel hin oder her. Bei Bens Himbeertörtchen will der Funke nicht so richtig überspringen. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ist ein Himbeertörtchen. Super gemacht, ist ganz okay. Schön dressiert, schönes Farbenspiel. Passt. Mehr gibt's da für mich nicht zu sagen. Oder hat Ben uns vielleicht doch noch etwas zu sagen? Hm? Das wird ja nicht hier gemacht. Die Törtchen, die bekommst du bei jedem Bäcker. Erzähl mal für unsere deutschen Zuschauer. Ja, nee, ich will doch nicht wieder das Arschloch hier sein. Doch. Ja, dann bist du es nämlich nicht mehr. Du warst es heute doch. Nee, ich kann doch nicht sagen, dass sie die Desserts nicht selbst macht. Doch, kannst du schon. Du kannst nämlich sagen, das ist zugekauft von einem Konditor. Das ist selbstverständlich. Die Küchenmannschaften werden immer kleiner. Bevor ich was Tiefgekühltes auch von der Industrie kaufe, arbeite ich lieber mit dem Patissier hier in der Gegend zusammen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Ist auch nicht wirklich schlimm. Verstehe ich unter Kollegen. So könnte man das sagen. Ja. Jan widmet sich seiner Nachspeise und fragt sich, wo sein eigentliches Dessert abgeblieben ist. Es ist okay, es ist erfrischend, obwohl es nicht das ist, was ich bestellt hatte. Man hatte mir als Suggestion, also als Tagesempfehlung, ein Mousse Géant Déjà bestellt. Géant Déjà ist eine Schokolade von Callebaut aus Belgien, die aus 60% Nuss besteht. Also Nuss-Praliné-Schokolade, die ist hier nicht drin. Da kennt sich aber einer aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wenn man das da so kennt und das steht da drauf, sollte es auch drin sein. Dann hat man mir noch gesagt, es wäre eine Chocolat Blanc, eine weiße Schokolade mit drin. Ist aber auch nicht mit drin. Anstattdessen habe ich irgendwie eine Aprikosenglasur. Ich hatte ein paar Aprikosenstückchen mit drin gehabt. Und es ist ein, wie soll ich sagen, Convenient Food, aber es ist zugeliefert worden von einem externen Konditor. Ob da lag der falsche Lieferschein in der falschen Kiste. Kann sein. Ah, köstlich. Wichtig ist ja, dass wir den Spaß hier nicht verlieren. Ne? Jan ist gut drauf, es stört ihn nicht. Ich gehe aber davon aus, da ich ihn als Koch sehe, dass er das schon in seiner Bewertung mit einstricken lassen wird. Auch Sandras Kuchen aus Trüffelschokolade legt den Verdacht auf Fremdeinwirkung nahe. Der ist sehr gerade geschnitten. Der ist sehr, sehr... Also der schaut aus wie von der Kreissäge portioniert. Ne? Ist schokoladig, soll man dazu sagen. Da gibt es auch nicht viel falsch zu machen. Ne? Tatsächlich bin ich auch nicht der Freund davon, Desserts zu kaufen. Für mich hätte hier jetzt ein bisschen Frucht dabei sein können, wenn es jetzt schon ein gekauftes Produkt sein sollte. Wenn da jetzt eine kleine Himbeerkuli daneben gewesen wäre. Du hast bestimmt jemanden dabei, sie hat einen Chefkoch,
der auch ein einfaches Dessert ist. Es muss ja nicht Gott und die Welt sein, ne? Aber ein einfaches Dessert kann der Garantiert zubereiten. Ne? Guck mal, ein Dessert. Genau. Ich hatte ein super Dessert. Das war super, ne? Das war frisch angerichtet, habe ich ja mit in der Küche gekocht gehabt. Ja. Die Rede ist von Chris Pavlova mit Baiser und Früchten. Doch hausgemacht heißt nicht automatisch lecker, oder? Es ist lecker, aber ich kenne Pavlova ein bisschen anders. Die Erdbeere mit der Zitrone, mit dem Basilikum und dann die Sahne mit den ganz viel Vanille drin. Kommt super raus. Auch ich habe eine Zitronengelee dabei. Kommt sehr frisch rüber und schmeckt wirklich auch angenehm für den Sommer. Richtig lecker. Also es ist süß durch das Baiser. Die Sahne ist wirklich nicht zu süß und es ist sehr fruchtig, mein Erdbeerpüree. Es ist lecker. Glaube ich sofort. Schaut auch ansprechend aus. Gut gemacht. Gibt's jetzt nichts. Jetzt bitte die Rechnung. Bitte schön. Und es hat Ihnen geschmeckt und auf ein paar Punkte würde ich mich natürlich sehr freuen. Schön. Es war sehr gut. Wie teuer wird's? 434,20 €. 250 für das Essen und 180 für Getränke, ne? Müsste so ungefähr passen, ne? Müsste ja. Also der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Hier in Luxemburg gehst du kaum unter 100 €. Also sie könnte für ihr Essen mehr verlangen. Ja. Ich finde den Preis auch völlig in Ordnung. Ne? Schau dir mal an, wo du sitzt. Tolles Ambiente, da ist alles hochwertig eingerichtet. Lebensmittel, unfassbare Qualität, schöne Portionsgrößen, alles hat gepasst. Preis, super. Hims Vorspeisentendenz ergab 31 Punkte. Ob sie das Niveau halten kann? So, that's our point. Ist doch schön, 7-7. Sandra und Ben. 7 Punkte. 7 Punkte mit einem Plus. Vielleicht gleich 8-8. Acht Punkte. Ist keine Sterneküche, keiner von denen ist Sternekoch. Ist doch schon mal ein guter Anfang, ne? You happy? Ja. You happy? Good job, Team. Good. Very good. My dream team. Ich hätte dir die eine oder andere 8 auch zumindest, wenn nicht sogar eine 9, von dem einen oder anderen hätte ich den allen gegönnt. Naja, es ist, wie es ist. 30 Punkte, das ist der Montagsstart. Mit 30 Punkten legt die Brasserie Abtei einen respektablen Start hin. An Tag 2 kommt der Oberkritiker dran. Für Tempobetreiber Jan ist das Rennen bereits gelaufen. Kann jeder machen, was er will. Ich bin der Beste. Und dann so eine Watschen. Was mir dabei einfach gefehlt hat, war der Geschmack.